Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Ho, 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 ho! Herzlich willkommen zur Heimat am 2. Advent. Ich hoffe, Sie haben auch genügend gute Laune mitgebracht, um sich einzulassen auf eine Portion Kultur aus der Region. Denn wir entführen Sie auf die Festung Ehrenbreitstein und ins Theater. Im Theater wird es spannend mit Emilia Galotti, ein echter Klassiker, ganz modern aufgelegt. Schauen Sie mal selbst und dann ab dafür. Also zunächst habe ich mal das Stück gelesen und dann habe ich mich gefragt, oh mein Gott, was will man damit heute noch? Dann habe ich es erst mal in die Ecke geworfen und dann habe ich es wieder aufgehoben und habe es nochmal und nochmal und nochmal gelesen. Wie kann ein Mann ein Ding lieben, das ihm zum Trotze auch denken will? Ein Frauenzimmer, das denkt, ist ebenso ekelnd als ein Mann, der sich schminkt. Es ist verblüffend, wenn man es anders liest. Also wenn man Dinge anders betont, Sätze anders betont, ist man es komplett anders erzählen kann und zwar mit genau denselben Worten. Wir haben sehr viel gestrichen, ein bisschen Text umgestellt. Das ist spannend, dass das funktioniert, dass man den Inhalt total verändern kann. Diese Brust, dieser Bauch, dieser ganze Wuchs, ein einziges Studium der weiblichen Schönheit. Wir erzählen es ein bisschen mehr als eine Ermächtigungsgeschichte von der Figur Emilia Galotti. Komm! In Emilia Galottis Fall wird sie entführt und ihr Verlobter wird umgebracht, weil ein mächtiger Mann gerne Sex mit ihr haben möchte oder sie besitzen möchte. Und das ist ja nicht so, dass das heute nicht vorkommt. Unter dem Vorwand einer gerichtlichen Untersuchung reißt er dich aus unseren Armen, bringt dich zum Gemeinden. Reißt mich, bringt mich, will mich reißen, will mich bringen. Was ist meine Emilia für eine junge Frau? Also sie hat ein Bewusstsein für sich selber und sie ist zwar noch jung, aber sie weiß, in welche Richtung sie möchte. Und ihre Mutter sagt einmal über sie, im ersten Moment ist sie ihrer Emotionen nie mächtig und dann aber nach wenigen Sekunden fängt sie sich total und dann ist sie sehr klug und präzise. Also sie hat sowohl auf der einen Seite was lebensfrohes, spritziges, impulsives und dann aber auf der anderen Seite auch was sehr Bedachtes und eigentlich so Weises. Also man sagt heutzutage, glaube ich, Old Soul. Der Tod des Grafen ist für mich ein Glück. Das größte Glück, das mir passieren konnte. Das einzige Glück, was meiner Liebe zu Emilia zustande kommen konnte. Ein Graf mehr in der Welt oder weniger. Ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Ich stand neulich in der Stadt und dann kamen so zwei Mädels an mir vorbei und waren so, ey, ich kenne dich, du bist Schauspielerin, oder? Und was machst du gerade? Ich sagte, ja, Emilia Galotti. Und dann meinten sie so, Emilia Galotti, wir haben es gelesen in der Schule, der Prinz ist voll der Arsch, oder? Ich habe gesagt, ja, der Prinz ist voll der Arsch, genau. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber dennoch kann man schon sagen, der Prinz ist voll der Arsch. Und vielleicht wirkt es aber erstmal nicht so. Wie man das dann aber im Laufe des Stückes realisiert, wie respektlos er dann doch sich gegenüber allen Frauen verhält und dass man da auch hinter diese vielleicht erstmal schöne oder irgendwie prickelnde, aufregende Wand oder so gucken darf. Wie gesagt, ich darf nicht so viel verraten, aber dass man das auf jeden Fall nicht mit sich machen lassen muss. So. Also ich glaube, was wir können bei jungen Frauen und jungen Männern ist auf jeden Fall eine Diskussion anregen, auf Schönheit reduziert zu werden, objektiviert zu werden, nicht als Mensch gesehen zu werden, unterschätzt zu werden. Da kann man aus dem Abend als junge Frau oder auch als junger Mann viel mitnehmen. Und ich hoffe nicht nur als junger Mann oder als junge Frau, sondern überhaupt.
Ja, und wenn Sie jetzt so am zweiten Advent darüber nachdenken, was Sie Ihren Lieben zu Weihnachten schenken wollen, nun, dann sind Theaterkarten vielleicht eine gute Idee oder eine Einladung auf die Festung Ehrenbreitstein. Denn dort gibt es eine ganz besondere Ausstellung. Madonnen, die Mutter Gottes auf der Festung Ehrenbreitstein. Was für ein wunderbarer Gedanke. Jetzt leuchtet sie wieder, die Festung Ehrenbreitstein. Und das Licht bringt uns direkt zu ihnen, zu den Schönen, den Zarten, den Madonnen von großer Anmut, die jetzt die Gäste in einer ganz besonderen Atmosphäre empfangen. Die Mutter Gottes, Maria, in zahlreichen Ausführungen in der langen Linie, eine wunderbare Verwandlung. Wir haben diese preußischen Kasematten hier, die wunderschöne Nischen ausbilden. Und jede Nische ist anders inszeniert, die Madonnen sind anders angeordnet und auch thematisch gefasst. Und man hat einfach schöne, inszenierte Bilder vor sich, die man sich anschauen kann oder eben, wenn man mehr Zeit hat, auch das exquisite Einzelstück zu betrachten. Dass diese wunderbare Ausstellung jetzt zu sehen ist, verdankt das Kulturzentrum der Sammlung Alex Pognat. Es ging wohl alles los. Im Alter von 14 oder 15 Jahren ist ihm eine Madonnenfigur aufgefallen auf einem Flohmarkt. Die hat er gekauft. Und diese eine Madonna war aber nur der Ausgangspunkt. Dann kamen immer mehr Marienfiguren mit dazu und viele andere Sammlungsgebiete. Insgesamt hat er 800 Madonnenfiguren aus 5 Jahrhunderten zusammengetragen. Die Auswahl auf der Festung gibt einen wunderbaren Überblick. Die riesige Sammlung, insgesamt ein großes Fund, immer wieder werden Teile daraus gezeigt. Und die Arbeit mit ihr zeigt gut die Arbeit des Museumsteams. Alex Pognat hatte seine Sammlung in 5 Antwerpener Gebäuden. Als die Sammlung zu uns kam, war sie eingepackt. Also fast alles war eingepackt in Kartons. Diese Kartons sind in einem unserer Depots und es ist natürlich total spannend. Mit Entpacken eines jeglichen Kartons kommen wieder ganz andere interessante Objekte zutage. Und das Profil der Sammlung schärft sich zum einen und die Bandbreite wächst. So lesen wir jetzt aus den Marienfiguren, wie sich die Darstellung verändert hat über die Zeit. Und die Festung ist auch im Winter ein wunderbares Ziel, denn mit dieser wunderschönen Illumination Christmas Garden, aber auch mit einer Ausstellung, die, denke ich, im Sommer nicht so gut geeignet wäre. Und so haben wir beides. Wir haben wieder Menschen auf der Festung. Parallel findet das Festungsvarieté von Café Hahn statt. Also rundum die Seilbahn fährt und ist auch illuminiert. Also rundum ein sehr schönes Angebot. Bis 7. April sind die zauberhaften Marienfiguren zu sehen. In der langen Linie, im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein. Das war's für heute mit Heimat, die Kunst gut zu leben. Nächste Woche gibt es mehr Kultur aus der Region und ich wünsche Ihnen eine richtig besinnliche und vor allen Dingen friedliche Adventszeit. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.